Hallo zusammen, schön sind wir hier zu dieser Yoga-Stunde am Mittwoch oben. Wir fangen eine neue Reihe an, oder es ist nicht wirklich eine Reihe, es hat nicht wirklich eine Reihenfolge, aber wir wollen uns jetzt in dieser Mittwoch-Oben-Stunde immer ganz spezifisch mit irgendeinem Körperteil von uns befassen. Mal ist es der Bauch, mal der Rücken, Hüfte, Bein. Und heute geht es um den Rücken. Und in der Yoga-Philosophie, wenn wir zum Beispiel Backbends machen, dann sagen wir, dass die eine energetisierende Wirkung haben auf unser Nervensystem. Und gerade jetzt vielleicht, wenn es so kalt ist und im Januar sind wir immer vielleicht ein bisschen schleppend unterwegs und irgendwie haben wir das Gefühl, der Winter geht schon ewig und wir kommen nicht voran und vielleicht auch gerade in dieser Situation jetzt, im Lockdown, wo irgendwie auch alles irgendwie ein bisschen stagniert. Und darum habe ich gedacht, fangen wir heute mit den Backbends an, um wieder ein bisschen Power, ein bisschen Energie in unser System zu kriegen. Wenn wir die Stunde machen, die Fokusstunde, und allgemein im Yoga geht es ganz fest darum, dass man nicht nur gerade auch bei den Backbends Flexibilität geben, sondern auch Stärke aufbauen. Das hängt alles zusammen, wenn wir nur das eine und das andere nicht haben, dann funktioniert es nicht gut und dann ist es vor allem die Haltung nicht gut, wenn wir einfach nur in die Backbends gehen, ohne Kraft aufzubauen. Darum probieren wir heute wirklich viel Rückenstärke aufzubauen und das zu kombinieren mit den Backbends. Passt an, so wie es für euch stimmt, wenn ihr heute einen anstrengenden Tag habt und ihr eigentlich am Abend fahren seid, dann geht nicht zu tief in die Backbends rein. Und sonst, wie immer, eure 60 Minuten. Wir machen so, wie es für euch stimmt und so, dass ihr etwas für euch könnt mitnehmen. Wir starten auf dem Rücken liegend. Ihr könnt euch einfach mal auf den Rücken ablegen. Und dann entscheidet selber für euch, was gerade am Anfang von der Stunde sich besser anfühlt, wenn ihr zum Beispiel eure Fußsohlen aufeinander nehmt, Knie nach außen fallen lasst, in so einer Baddha Konasana, einen Schmetterling. Oder wenn ihr eure Beine nach vorne ausstreckt. Und je nachdem ist das vielleicht ein bisschen zu intensiv für den Rücken. Ihr könnt dann einfach hier anlegen. Den ganzen Rücken mit dem Boden in Verbindung bringen. Legt eure Hände, eure Arme entlang dem Körper ab. Handfläche nach oben. Und dann kommen wir einfach mal an auf die Yogamatte. Meistens, wenn wir in dieser Position liegen, dann haben wir so unterbewusst, bringen wir ein bisschen Druck in die Hüfte und in die Schultern, sodass wir ein bisschen Hohlrücken machen. Probiert das mal zu lösen und wirklich die gesamte Fläche vom Rücken mit der Matte in Verbindung zu bringen. Spürt mal, was alles schwer auf der Matte zu liegen kommt. Ganz bewusst wahrnehmen, was mit dem Boden in Kontakt steht. Nehmt euch Zeit zum Reinlösen. Qualitäten wie Stimmung, Energielevel. Und dann mal ganz bewusst und ehrlich die Frage beantworten, wie geht's mir jetzt gerade? Und wenn du vielleicht noch ein bisschen weiter gehen willst, was brauche ich in den nächsten 60 Minuten, dass es mir vielleicht ein bisschen besser geht danach? Und von hier aus mal eure Atmung zu vertiefen. 3 bis 5 Sekunden einschnaufen, 3 bis 5 Sekunden ausschnaufen. So tief einschnaufen, dass sich das Brustbein leicht anheben darf
beim Ausschnaufen werden da richtig schwer noch mehr Kontakt zwischen Körper und Boden darstellen. Halte die tiefe Atmung die ganze Stunde bei. Und wenn das irgendwann nicht mehr so gut geht, dann ist das gerade im Backbend ein Hinweis, dass wir ein bisschen zu tief gegangen sind. Haltet den Oberkörper in dieser Position, haltet die Augen vielleicht sogar geschlossen, nehmt einfach mal eure Füße, so wie in einer Bridge Pose, das heisst, Fußsohle kommt auf den Boden, die Füße sind etwa hüftweit auseinander, wirklich, dass der Abstand so weit weg ist, dass wir mit eurer Fingerspitze feinere Fersen berühren können. Mit dann eure Handflächen nach oben treiben, im nächsten Einschnaufen stoßet in die Füße, hebt mal eure Hüfte leicht an. Ausschnaufen, senkt euch Wirbel für Wirbel wieder ab. Macht das ein paar Mal in eurem eigenen Tempo. Einschnaufen, Hüfte anheben, geht nicht so weit, wie ihr sonst in einer Brücke würdet gehen. Ausschnaufen, Wirbel für Wirbel, Becken Richtung Boden. Atmen und Bewegung hier verbinden. Die ersten ganz, ganz feinen Backbends von dieser Stunde. Beine sind stark und stabil. Und das Gesäß nicht zu fest anspannen. Schafft mehr aus den Oberschenkel. Und baut hier eine Ruhe auf. Ich nachher dann durch die vielleicht ein bisschen fließendere, anstrengendere Sequenzen mitnimmt. Und auch weitergehen, weil du gerade beim nächsten Einschnaufen einmal die Arme entlang der Ohren und nach hinten ausstrecken. Und beim Ausschnaufen die Hände wieder vor den Becken absenken. Nächstes Mal ausschnaufen, das Becken wieder absenken, lösen und dann lösen eure Füße vom Boden, kommen in so eine Päckchen und bringen eure Schienbeine parallel zum Boden. Und dann werden eure Arme ein bisschen breiter, ein leicht Gewicht in eure Handfläche geben für die Stabilität. Beim Ausschnaufen senkt ihr mal eure Knie auf die rechte Seite ab, aber die den Boden nicht berühren. Einschnaufen zurück in die Mitte, ausschnaufen nach links. Einschnaufen in die Mitte, rechts ausschnaufen. Geht auch hier für euch. Wer mehr schaffen will, wer ein bisschen mehr Energie übrig hat, teilt die Beine ausstrecken. Es macht der Hebel um einiges grösser und braucht mehr Kraft vor den Rumpfmuskeln. Und wenn wir mit dem Rücken arbeiten, um den unteren Rücken safe zu behalten, müssen wir mit dem Bauch mitschaffen, wie so ein Korsett. Mal der untere Rücken schützt. Könnt ihr noch ein paar Mal für euch beobachten, was mit der Atmung passiert. Geht sie immer so ruhig und fließend oder stockt sie ein bisschen? Macht beide Seiten noch einmal. Vielleicht haben wir auch wieder gewechselt und beide wieder ein bisschen mehr beugt. Und dann treffen wir uns in der Mitte, greifen gerade eure Schienbeine, rollen ein paar Mal über eure Wirbelsäule und treffen uns direkt in einem Vierfüßler. Richtet euch aus in eurem Vierfüßler. Die Hände sind unter den Schultern, die Knie sind unter der Hüfte, der Fußrücken ist abgestellt. Macht ein paar Runden Cat-Cow, ausschnaufen, stoßt in eure Hände, macht eine runde Rücken. Einschnaufen, Wirbel für Wirbel, Brustbein anheben, Ruhe. Ausschnaufen, Katzenbuckeli. Auch hier für uns. Schickt viel Aufmerksamkeit in eure Rücken. Nehmt mal wirklich wahr, wie jeder Wirbel nacheinander dieser Bewegung folgt. Und dann geht es so, wie es sich für euch gut anfühlt. Vielleicht wenn wir auch die Ellenbogen beugen, Rippenbögen nach rechts. Und durch, links, alles, was sich gut anfühlt. Nicht in dieser vorgegebenen Form bleiben, was ich euch hier gebe, sondern eure eigene Praxis gestalten.
heißt Bewegungen, vielleicht ein bisschen nach vorne und zurück, irgendwie kein richtig oder falsch da. Wenn wir gleich Bewegungen gemacht haben, eine richtige Hand, machen einmal die zweite dazu. Und dann treffen wir uns wieder in einer neutralen Wirbelsäule. Vielleicht die Knie wieder ein bisschen führen, wenn sie nach hinten gerutscht sind. Nächste Einschnuppe, strecken mal das rechte Bein nach hinten aus und den linken Arm nach vorne. Der Daumen von der linken Hand zeigt nach oben. Einschnuppe, ziehen euch in die Länge. Ausschnuppe, Ellenbogen und Knie zusammenbringen, Crunch. Einschnuppe, in die Länge ziehen. Ausschnuppe, zusammenkommen. Dann noch zweimal einschnaufen, lang machen, arbeiten mit dem Rücken, ausschnaufen, zusammenkommen. Letztes Mal einschnaufen nach vorne. Ausschnaufen, stellen den rechten Fuß hinten ab, die linke Hand kommt auf den Boden, einschnaufen, rechte Hand richtig deckig. Und zuerst vom rechten Fuß zeigen, nach rechts ausschnaufen, der rechte Arm vielleicht am Ohr entlang. Nehmen wir da wie ein bisschen das seitliche Rücken dazu. Das heisst, macht mal richtig viel Platz. Zwischen den Rippenbögen, hinten, Brustbein Richtung Decke, verankert euch durch die Aussenseite vom rechten Fuß. Nächste Einschnuppe, den rechten Arm nochmal Richtung Decke, lehnen mal so dramatisch zurück, Backbend ausschnaufen, die rechte Hand zurück auf den Boden, das rechte Knie neben das linke. Zweite Seite einschnuppen, das linke Bein nach hinten, die rechte Hand nach vorne, Daumen nach oben. Ausschnuppen, Ellenbogen, Knie zusammen. Einschnuppen, lang machen. Ausschnuppen, zusammen. Noch zweimal einschnuppen, schauen, dass nicht einsacken in der linken Schulter. Ausschnuppen, zusammen. Einschnuppen, das letzte Mal, lange Linie von der Fingerspitze bis zur Ferse. Den linken Fuß hinten abstellen, ausschnuppen, die rechte Hand auf den Boden. Einschnuppen, den linken Arm Richtung Decke. Ausschnuppen, den linken Arm am Ohr entlang. Dann schickt eure Hüfte nach oben, findet den Bogen und viel Länge von der linken Hand bis zu der Aussenseite vom rechten, vom linken Fuß. Nächste Einschnuppe, linke Hand nochmal richtig Decke, Lehne zurück, dramatisch, bisschen übertrieben, ausschnuppen, die linke Hand zurück auf den Boden, das linke Knie neben das rechte. Nehmt von hier aus die Hand gerade ein paar Zentimeter weiter führen, stellt eure Zehen auf, ausschnuppen, zeigt euch den ersten Hund, der gegen Abend schaut. Na, der Hund ist schon ein feiner Backbend. Spürt mal gut rein, wie sich das am Anfang von der Stunde vor allem in den Hamstrings und im unteren Rücken anfühlt. Vielleicht werden die Beine noch gut beugen und richtet euch richtig gut aus. Stoßen dann alle 10 Finger und Fersen ziehen richtig Boden, mit der Matte aber nicht berühren. Vielleicht werden wir euch bewegen, vielleicht werden wir in der Ruhe bleiben und vielleicht nochmal ganz bewusst reinhören, wie gestalte ich die nächsten Minuten, so dass sie mir gut gehen. Nächste Einschnuppe, kommen die Führer in ein hohes Brett. Lange gerade Rücken, schaffen mit den Armen und den Beinen. Zurück den Hund, der gegen Abend schaut, ausschnaufen. Wir machen das 5-mal, wer ein bisschen mehr will, kann in Chaturanga ernst, einschnuppen, Führer kommen, vielleicht Ellenbogen beugen. Ausschnuppen, Hund, der gegen Abend schaut. Nur 3-mal, einschnuppen, Führer, Ellenbogen beugen, optional. Ausschnuffen, Hund, mal gegen Abend schaut. Noch 2-mal, dann fließend. Einschnuffen, Führer, starkes Brett, starke Rücken. Ausschnuffen, Hund, mal gegen Abend schaut. Letztes Mal, einschnuffen, Führer, vielleicht Ellenbogen beugen. Ausschnuffen, Hund, mal gegen Abend schaut. Vinyasa, einschnuffen, Führer ins hohe Brett. Mit oder ohne Knie ausschnuffen, langsam kontrolliert absenken. Geht ohne Hand einschnuffen, schafft mit dem Rücken, schaut mal, wie weit das geht. Ausschnuffen, Hund, der gegen Abend schaut. Gerade noch 2-mal einschnuffen, führen, ausschnuffen, absenken.
Einschnaufen, schaffen im Rücken, vielleicht die Hände dazu noch unterstützen. Ausschnaufen, kommt. Noch gegen Abend schaut die letzte Runde. Einschnaufen, führen kommen. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, eure Kobra, so weit wie es geht und wie ihr mögt. Ausschnaufen, kommt. Noch gegen Abend schaut. Nehmt so aus den Blick zwischen eure Hände, einschnaufen. Ausschnaufen, macht kleine Schritte führen zwischen die Hände. Einschnaufen, hebt das Brustbein nochmal an, lange gerade Rücken. Ausschnaufen, absenken. Hilft gegenüber liegen die Ellenbogen, lassen den ganzen oberen Rücken schwer in den Boden senken. Vielleicht andere Achte zeichnen, ein bisschen wippen. Und schaut, dass ihr den Nacken wirklich schwer richtig Boden ziehen könnt. Nicht irgendwie führen, schauen, keine Falten im Nacken machen. Vielleicht Beine gut beugen, wenn es zu intensiv ist für die Hamstrings. Bringt dann von hier aus die Hand zurück auf den Boden, die ganze Handfläche auf die Matte. Vielleicht heisst das Bein gut beugen. Nacken wieder schwer senken und dann rollen das Wirbel zu Wirbel auf. Dann so langsam, als ob wir 100 Jahre alt wären. Und also wirklich jeder Wirbelkörper auf den Rand können draufsetzen. Und eigentlich geschlossen behalten. Kopf und Schulter sind das Letzte, was sich aufrichtet. Grosse Zehen zusammen einschnaufen, grossen Kreis mit den Händen über die Seite. Ausschnaufen, vorne abtauchen, lange gerade Rücken. Step back, einschnaufen, der rechte Fuß, einen grossen Schritt zurück, Länge finden. Ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend schaut, können die Vinyasas immer weglassen. Einschnaufen, führen ins hohe Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Brustbein anheben, Kobra. Ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend schaut. Einschnaufen, das rechte Bein richtig decken. Bein beugen, Hüfte öffnen, ausschnaufen. Das Bein nochmal ausstrecken, einschnaufen. Ausschnaufen, den rechten Fuß zwischen den Händen abstellen. Schauen, dass er hüftbreit steht, einschnaufen, balancierenden Krieger raufkommen. Ausschnaufen, Schulter entspannen, in der Position ankommen. Vielleicht haben wir den Schritt ein bisschen zu gross gemacht oder zu klein. Vielleicht haben wir ein bisschen nach rechts. Mit dem rechten Fuß. Einschnaufen, haben nur mal das Brustbein an, da haben wir erst einen feinen Backbend und mit dem Ausschnaufen immer das linke Bein beugen, fast die Matte berühren. Einschnaufen, das Bein wieder strecken. Noch zweimal ausschnaufen, Bein beugen. Einschnaufen, strecken. Ausschnaufen, beugen. Schulter entspannen, einschnaufen, nochmal strecken, balancierende Krieger. Ausschnaufen, die Hände vorne abstellen. Brustbein anheben, einschnaufen, lang werden. Vorne schliessen, ausschnaufen, grosse Zehen zusammen. Jetzt haben wir den ganzen Weg offen, einschnaufen, grossen Kreis mit den Händen über die Seite. Direkt wieder vorne abtauchen, Brustbein führt, ausschnaufen. Einschnaufen, den linken Fuß, einen grossen Schritt zurück, werdet lang. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut. Lieber oder Vinyasa, einschnaufen, führen ins hohe Brett, ausschnaufen, absenken, einschnaufen, Brustbein anheben, Schulter weg von den Ohren, ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend schaut, linke Seite, einschnaufen, Bein strecken, richtig Decke, Hüfte öffnen, Bein beugen, ausschnaufen. Downdog Split, einschnaufen, das linke Bein nochmal strecken, ausschnaufen, den linken Fuß zwischen den Händen abstellen. Schauen, dass er hüftbreit steht, einschnaufen, balancierenden Krieger wie eine Welle raufkommen, Schulter entspannen, in der Position ankommen, ausschnaufen. Brustbein anheben, feine Backbend im oberen Körper, ausschnaufen, das rechte Bein beugen. Einschnaufen, wieder strecken, beugen, ausschnaufen. Einschnaufen, strecken, ausschnaufen, beugen. Letzte Runde, einschnaufen, strecken,
Ausschnaufen, beugen. Einschnaufen, balancierende Kriege. Ausschnaufen, die Hände links und rechts vom linken Fuß abstellen. Brustbein anheben, einschnaufen, lang werden. Ausschnaufen, vorne schließen. Grosse Zehen zusammen, einschnaufen, den ganzen Weg offen, kommt grosser Kreis. Oben die Handflächen aufeinander, Augen schließen, ausschnaufen, Hände vor das Herz. Verbindet mal eure Daumen mit dem Brustbein. Schaut mal, ob ihr das Herz spürt. Und gerade noch Fokus auf den Atem. Beruhigen. Zweite Runde. Einschnaufen auf den grossen Kreis mit den Händen über die Seite. Ausschnaufen, vorne abtauchen. Einschnaufen, den rechten Fuß einen grossen Schritt zurück, Länge finden. Ausschnaufen, Hund. Mal gegen Abend schaut. Energie gut einteilen, bleiben an der Vinyasa. Einschnaufen, führen ins hohe Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Brustbein anheben, euren Becken, vielleicht wechseln, absorben. Ausschnaufen, Hund. Mal gegen Abend schaut. Einschnaufen, das rechte Bein anheben. Gerade nochmal Hüfte öffnen, Bein beugen, ausschnaufen. Einschnaufen, das rechte Bein strecken, Down Dog Split. Ausschnaufen, den rechten Fuß zwischen den Händen abstellen, die hintere Ferse, dann kriegen zwei, einschnaufen, kriegen zwei. Können wir hier in dieser Pose den Abstand von den Füßen gut ausrichten, Arm auf Schulterhöhe, Blick zielgerichtet über den Zeigefinger von der rechten Hand. Dreht die rechte Handfläche nach oben, einschnaufen, umgekehrt den Krieger. Gehen gerade tanzen, ausschnaufen, lehnen nach vorne, aber nehmen beide Arme vor den Oberkörper. Einschnaufen, wieder zurücklehnen. Und die Basis bleibt ganz stabil. Ausschnaufen, führen. Und das rechte Knie nicht nach innen fallen lassen. Einschnaufen, nochmal zurücklehnen. Letzte Runde, ausschnaufen, nochmal führen. Mit dem Rumpf mitstärken. Einschnaufen, führen die Back. Ausschnaufen, nehmen beide Hände wieder führen, drehen die hintere Ferse ab, einschnaufen, Brustbein anheben, Low Lunge. Ausschnaufen, vorne schließen, grosse Zehen zusammen, stoßen den Füße, einschnaufen, kommen den ganzen Weg auf. Direkt wieder abtauchen, ausschnaufen. Den linken Fuß zurückstellen, Step Back, einschnaufen, ausschnaufen, Hund, mal gegen Abend legt. Eure Entscheidung, bleib oder Vinyasa, führen ins hohe Brett einschnaufen, absenken, ausschnaufen. Backbend einschnaufen, machen die Backbends bewusst, auch in diesen Vinyasa, ausschnaufen. Hund, der gegen Abend liegt. Einschnaufen, das linke Bein anheben, gerade nochmal Hüfte öffnen, Bein beugen, ausschnaufen. Bein wieder strecken, einschnaufen, Down Dog Split, ausschnaufen. Den linken Fuß zwischen den Händen abstellen, die hintere Ferse, dann kriegen zwei. Einschnaufen, kriegen zwei. Gut ankommen, ausrichten, sorgfältige Pose, die linke Handfläche aufdrehen, einschnaufen, umgekehrte Krieger. Dann gehen tanzen, ausschnaufen, beide Hände vorne oder anpassen, wenn es zu viel ist, mit dem Atem gehen. Und gut schauen, was mit dem linken Knie passiert. Nicht reinfallen und nochmal zurücklehnen, einschnaufen. Ausschnaufen wie eine Windmühle. Beide Hände führen, die hintere Ferse lösen. Brustbein anheben, einschnaufen. Ausschnaufen, vorne schließen. Grosse Zehen zusammen, einschnaufen. Kommen den ganzen Weg auf. Die Handfläche aufeinander, Augen schließen, Hände vor das Herz. Ausschnaufen. Rollt eure Schultern nochmal zurück. Verbindet euch nochmal mit dem Atem. Kommt zu unserer ersten Runde. Fokus heute Backbends. Hoffentlich spürt ihr die Energie auch schon ein bisschen. Einschnaufen, grossen Kreis mit den Händen über die Seite. Ausschnaufen, vorne abtauchen. Lange gerade Rücken. Einschnaufen, Uttanasana, Brustbein anheben. Wer springt, Hände flach in die Matte ausschnaufen.
wo das Brett laufen, dann springen direkt ab. Einschnaufen, Brustbein anheben. Ausschnaufen, Hund. Und dann gegen runter schaut. Nächste Einschnaufen gehen wir gerade wieder vorne ins hohe Brett. Ausschnaufen, den ganzen Weg auf den Bauch absenken. Schaut, dass ihr Platz habt, löst eure Zehen hinten. Dann nehmt eure Hände mal nach vorne, entlang der Ohren. Nächste Einschnaufen, hebt alles an. Bein anheben, Arm anheben. Bleibt hier ausschnaufen. Nächste Einschnaufen, zieht mal eure Arme nach hinten, Ellenbogen nach hinten. Ausschnaufen, Hände wieder führen. Noch fünfmal einschnaufen, nach hinten und rauf. Ausschnaufen, nach vorne. Ihr könnt Beine jederzeit absenken, wenn es zu viel ist. Einschnaufen. Ausschnaufen. Noch drei einschnaufen, nach hinten und rauf. Rücken stärken. Noch zwei einschnaufen. Ausschnaufen. Letzte Runde einschnaufen. Noch einmal die Arme nach vorne. Ausschnaufen, zurück im Hund. Und wo gegen runter schaut. Nächste Einschnaufen, das rechte Bein Richtung Decke. Ausschnaufen, der rechte Fuß zwischen den Händen abstellen. Schaut, dass ihr hüftbreit steht. Einschnaufen, balancieren, den Krieger hochkommen. Wieder gut ausrichten, ausschnaufen, Schulter entspannen. Und wenn heute die Balance nicht so will, und lösen die hintere Ferse richtig matt, dann nehmen wir ein bisschen aus dem Winkel zum rechten Bein raus, die Hände nach oben, Schulter entspannt. Nächste Einschnaufen, Brustbein anheben, ganz fein zurücklehnen, Bauchnabel rein. Mit dem Ausschnaufen können wir in so einen 45-Grad-Winkel ziehen, eure Hände nach hinten und rauf. Einschnaufen, ist wieder hochkommen, fein zurücklehnen. Das werden jetzt alle die Fersen abstellen, ausschnaufen. 45 Grad Hände ziehen nach hinten. Dann noch zweimal einschnaufen, hochkommen. Ausschnaufen, nach vorne. Einschnaufen, hochkommen. Basis bleibt stabil. Schaut, dass das nicht passiert. Ausschnaufen, nach vorne. Einschnaufen, nochmal hochkommen. Die Fersen hinten wieder lösen, wenn ihr sie abgestellt habt. Kriegen zwei ausschnaufen. Und gut öffnen, anpassen. Arm auf Schulterhöhe. Dann das Bein ein bisschen strecken, wenn es krampft. Und kurze Pause machen. Breite rechte Handfläche nach oben einschnaufen. Umgekehrter Krieger. Bleibt mal ein paar Atemzüge in dem Krieger. Spürt mal richtig, wie ihr Platz macht. Zwischen den rechten Rippenbögen. Verankert euch durch die Aussenseite vom linken Fuß. Blick vielleicht zum linken Fuß. Lehnt hier nochmal zurück. Einschnaufen. Ausschnaufen, kommen den Seitenengel. Die rechte Hand kommt an die Innenseite vom rechten Fuß auf den Boden oder Block. Die linke Hand Richtung Decke. Nehmt dann alle mal den linken Arm am Ohr entlang und lehnt wirklich richtig zurück. Auch hier ein feiner Backbend in der Pose. Brustbein zieht Richtung Decke. Atem fließt immer noch. Wenn der Bewegung bleiben will, kann einschnaufen hier und ausschnaufen mit dem linken Arm auf eine Kreisbewegung erziehen. Einschnaufen, die Hand wieder hinter und auf. Ausschnaufen, die linke Hand nach vorne und runter. Ihr könnt gut die rechte Hand in den Boden stoßen, Arm und Bein gegeneinander. Wer will, kann für hier noch ein paar Atemzüge in den Bein kommen, indem man die linke Handfläche auf den unteren Rücken bringt, mit der rechten Hand die linke Hand greift. Wenn ihr in dem Bein seid, schaut, dass die linke Schulter nicht nach oben zieht, sondern die Schulter immer noch gut übereinander bringen, an die Wand hinter euch lehnen. Schafft mit den Beinen, fokussiert euch eh noch auf den Rücken. Das Bein ein bisschen krampft, ablenken, spüren, wie man in dem Backbend öffnet. Und dann löse deren Bein. Bringt jetzt die rechte Hand auf den Block oder Boden an die Aussenseite vom rechten Fuß. Fängt langsam an, das rechte Bein zu strecken, einschnaufen. Trikonasana, Dreieck.
vielleicht den Schritt anpassen, Hilfsmittel nehmen. Dann hier wieder, die Wand hinter euch, alles feine Backbend-Positionen. Innen zurück. Schnaufen weiter. Wenn das zu intensiv ist, mit der Hand an der Aussenseite vom rechten Fuß, nehmt die Hand aufs Schienbein. Dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen besser öffnen, aber wenig Gewicht in die rechte Hand. Stoßen gut in beide Beine, nächste Einschnaufen, lehnen den ganzen Weg zurück ins umgekehrte Dreieck. Das rechte Bein ist gestreckt, ausschnaufen, circa zwei, das rechte Bein beugen. Nächste Einschnaufen, das rechte Bein strecken, breit jetzt eure Ferse, fein nach außen ziehen, nach innen ausschnaufen, Hände zu den Hüften. Und schaut jetzt auf die linke Seite von eurem Raum. Und den Schritt vielleicht ein bisschen grösser machen, einschnaufen, Brustbein anheben. Können wir nur mal den halben Weg runter ausschnaufen. Und bringen den ganzen Oberkörper parallel zum Boden. Und jederzeit die Hände auf dem Boden abstellen, wenn es zu viel wird. Nehmen dann auch die Hände nach vorne. Und schaut, dass das Gewicht gut verteilt in den ganzen Fußsohle. Handflächen zeigen zueinander. Feine Kobra in der Brust denken. Nächste Einschnaufen, zieht mal eure Hände auf die Seite. Ausschnaufen, Hände wieder zueinander. Noch zweimal einschnaufen, Brustbein anheben. Ausschnaufen, Hände zueinander. Letzte Runde einschnaufen, Brustbein anheben. Ausschnaufen, den ganzen Weg absenken, Prasarita. Padottanasana. Könnt die Hände hier entweder in die gleiche Linie mit den Füßen bringen oder irgendeine Variante machen, was euch besser tut. Vielleicht wenn ihr auch ein paar Atemzüge upside down kommen. Nehmt euch hier die Zeit und sonst eine kurze Pause. Ja, hier wie im Forward Fall am Anfang der Stunde lernt der Nacken ganz schwer. Nicht irgendwie probieren, vor euch zu schauen oder so. Keine Falten im Nacken. Und upside down komme ich langsam wieder runtergekommen. Und dann können wir auf eure Fingerspitze nehmen, mal die rechte Hand unter eure Gesicht einschnaufen, die linke Hand Richtung Decke. Ausschnaufen, die linke Hand unter das Gesicht und einschnaufen, die rechte Hand Richtung Decken. Gehen gerade nochmal ausschnaufen, die Hand abstellen, einschnaufen, die linke Hand Richtung Decken. Ich brauche ein bisschen Schulteröffnung für den Rest der Stunde. Wer will, kann mal die linke Hand abdrehen, die linke Handfläche auf den unteren Rücken bringen oder vielleicht sogar das rechte Bein greifen. Und hier gut twisten, immer noch das Gewicht gleichmäßig in beiden Fußsohlen verteilt. Einschnaufen, die linke Hand wieder Richtung Decke ausstrecken. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, rechte Hand Richtung Decke. Vielleicht Beine ausschnaufen. Mit der rechten Hand probieren, das linke Bein zu greifen oder sonst einfach die Hand auf den Unterrücken abstellen. Schultern übereinander. Weiter schnaufen. Einschnaufen, die rechte Hand Richtung Decke. Ausschnaufen. Die Hand absenken. Habt das Brustbein an, kommt auf die Fingerspitze einschnaufen und läuft den ganzen Weg führen, ausschnaufen. Wenn ein Sprinter am Start, dann könnt ihr von hier aus das linke Knie Richtung Boden absenken. Wenn ihr sensible Knie habt, fällt das Deckeli, die Matte, dann nehmt das Deckeli. Stoßt in die linke Hand auf die Matte, einschnaufen, rechte Hand Richtung Decke. Könnt überall bleiben, wer weitergehen will, ausschnaufen, das linke Bein beugen und vielleicht linke Fuß mit der rechten Hand greifen. Lehnt hier zurück. Wenn ihr den Fuß nicht mehr greifen könnt, könnt ihr einfach die linke Fuß richtig Gesäß ziehen und die rechte Hand nach hinten ausstrecken. Und das ist genau die gleiche Bewegung, braucht einfach ein bisschen mehr Kraft in den Beinen. Schnaufen hier weiter. Stretchen. Kurze Pause vor der zweiten Seite. Löse dann langsam wieder den Fuß einschnaufen, die rechte Hand Richtung Decke, ausschnaufen, Hund, der gegen oben schaut. Nächste Einschnaufen, führen ins hohe Brett, ausschnaufen, absenken.
verschränken eure Hände hinter eurem Rücken, einschnaufen, Shalabhasana, alles anheben. Bleib ein bisschen länger, diesmal nicht im Fluss, sondern statisch, trotzdem Rücken drauf. Füße sind pointed, Zehen ziehen nach hinten. Und die Schulterblätter zueinander vorne durch den Platz machen. Nacken lang, Blick vor euch. Nochmal einschnaufen, vielleicht alles ein bisschen mehr anheben. Ausschnaufen, absenken. Entweder nochmal Shalabhasana Pause oder wer will, bei beugen. Und Fußsohle, Knöchel greifen. Darum das dann einschnaufen, alles anheben, Bogen. Und schauen, dass eure Beine zu weit auseinander driftet, die Knie fein zueinander, vorne durch anheben. Füße jetzt flexen, einschnaufen, vielleicht alles noch ein bisschen mehr nach oben führen. Ausschnaufen, lösen. Macht ein Küssel mit der Hand unter eurer Stirn. Und dann die Hüfte ein bisschen lösen, der untere Rücken ein bisschen lösen. Stoßen die innere Hände ausschnaufen. Und wo gegen oben schaut. Zweite Seite einschnaufen, das linke Bein Richtung Decke. Ausschnaufen, den linken Fuß zwischen den Händen abstellen. Schaut, dass ihr hüftbreit steht, einschnaufen. Balancierenden Krieger. Ein bisschen das kommt, vielleicht die Ferse direkt abstellen, wenn die Balance heute nicht so will. Feine Backbend im oberen Körper. Noch ein bisschen mehr zurücklehnen, einschnaufen, ausschnaufen, lehnen nach vorne, Hände ziehen nach hinten, 45 Grad. Einschnaufen, aufbekommen. In der Basis passiert überhaupt nichts, nur der obere Rücken, ausschnaufen. Und der untere Rücken, der in Bewegung kommt. Einschnaufen, aufkommen, ausschnaufen. Gerade nochmal einschnaufen. Wenn du langsam dafür kontrolliert, ausschnaufen. Letzte Runde, einschnaufen. Öffnen gegen zwei, ausschnaufen. Gut, abdrehen, ankommen in der Pose, die linke Handfläche nach oben drehen, einschnaufen. Umgekehrter Krieger. Bleibt ein paar Atemzüge in deinem Krieger, macht Platz auf der ganzen linken Seite, von der linken Fingerspitze bis zur linken Hüfte. Und gut zurücklehnen, Blick Richtung Boden oder zu der Hand. Lehnt nochmal zurück, einschnaufen, ausschnaufen, Winkel. Die linke Hand an der Innenseite vom linken Fuß, die rechte Hand wird richtig weg. Lehne so zurück, dramatisch wie am Anfang von der Stunde einschnaufen. Ausschnaufen den rechten Arm am Ohr entlang. Entweder hier bleiben in der statischen Position oder wer will, Kreisbewegungen mit der rechten Hand machen, mit dem rechten Arm. Einschnaufen, hinten und offen. Ausschnaufen, führen und runter. Schaut gut, dass das linke Knie und die linke Zehe in die gleiche Richtung zeigen. Dass das linke Knie nicht reingeht. Dann kommen wir wieder in eine Ruhe. Und wir wollen schon ein paar Atemzüge nehmen, die rechte Hand abdrehen auf die Unterseite vom unteren Rücken. Vielleicht mit der linken Hand die rechte greifen und dann die Schultern übereinander bringen. Gut zurücklehnen, stark die Beine. Einen Blick führen, aber oder richtig Decke. Und fokussiert euch auf euren Rücken, lenkt euch ab, Kreisbein schaffen. Aber fokussiert euch auf das vorne durch, Platz machen, Energie aufbauen. Dann stellt langsam die Hand wieder ab, stellt sie an die Aussenseite vom linken Fuß auf den Boden oder Block, fängt langsam an, das rechte Bein an, verstrecken, einschnuppen. Trikonasana. Backbend durch, imaginäre Wand hinter euch. Schultern übereinander. Und die Optionen hier ab, also die Hand auf das Schienbein. Ein bisschen mehr mit dem Bauch arbeiten will, Arm lösen. Kennen eure Optionen. Und stoßen gut in eure Füße, nächste einschnaufen. Kommen auf, lehnen hier nochmal zurück, umgekehrt drehen. Ausschnaufen, gegen zwei vorne beugen.
Hüfte parallel zum langen Mattenrand, dann beide Arme entlang der Ohren einschnuppen, beide Strecken. Also zeigen nach außen, das mal ausschnuppen, die Hände hinter dem Rücken verschränken. Einschnuppen, Brustbein anheben, Beine gestreckt. Vorne abtauchen, ausschnuppen. Wenn es zu viel ist für die Schultern, dann lösen das Stretch. Dann kommen wir dann in das normale Passarita. Nacken wie immer entspannt, vielleicht sogar den Kopf ein bisschen von links nach rechts lösen. Und sind dann langsam die Hände wieder lösen. Einschnuffen, Brustbein anheben, diesmal direkt ausschnuffen, laufen nach vorne. Zum linken Fuß, alle Zehen nach vorne, das rechte Knie richtig Matte absenken, vielleicht den Deckel nehmen. Stoßen dann die rechte Hand einschnuffen, linke Hand richtig Decke. Ausschnuffen, vielleicht mit der linken Hand den rechten Fuß greifen. Und vielleicht mögen dann nicht ganz hinten, spielt überhaupt keine Rolle. Dann einfach die rechte Ferse richtig gesetzt ziehen. Mögen das nicht einsacken in der rechten Schulter, sondern immer noch stark in die rechte Hand stoßen. Ganz langsam, ohne den Fuß spicken zu lassen, Fuß wieder absenken, beide Hände nach vorne nehmen, einschnaufen, hier hinten lösen, ausschnaufen, Hund, der gegen Atem liegt. Und bleiben da Atemzug in diesem Hund. Spüren mal rein, das Seite Rücken, Hamstrings, das Energielevel. Hat sich schon irgendetwas jetzt verändern. Nach der Einschnuffe kommen wir die Führer ins Hochepress. Schultern nicht weiter wie die Handgelenk. Ausschnuffe senken euch den ganzen Weg auf den Bauch ab. Machen drei Kobras hier. Einschnuffe, beide Kobra. Brustbein anheben. Nochmal mit dem Rücken arbeiten. Ausschnuffe, lösen. Zweite Kobra ein bisschen grösser. Einschnuffe. Schultern weg von den Ohren. Schulterblätter nach hinten und runter. Ausschnuffe, lösen. Letzte Kobra, grosse Kobra, ganz so gross wie für euch gut ist. Einschnaufen, bleiben da, ausschnaufen. Brustbein noch ein bisschen mehr anheben, einschnaufen. Der Blick über die rechte Schulter zur rechten Ferse, ausschnaufen. Einschnaufen, zurück in die Mitte, nach links, ausschnaufen. Einschnaufen, zurück in die Mitte, Brustbein anheben, ausschnaufen, absenken. Nehmen wir dann die rechte Hand nach rechts. Wenn ihr wisst, dass ihr so eine tiefe Schulter habt, dann bleibt mit dem ausgestreckten Arm. Wenn ihr ein bisschen weiter gehen wollt, könnt ihr den rechten Arm in so eine Kaktusposition bringen und beugen. Bringt die linke Hand neben die linke Brust und beim nächsten Einschnuppen dreht auf die rechte Seite vom Körper. Wenn ihr den linken Fuß hinter euch abstellen und dann hier einfach die Schulter ein bisschen stretchen und für den nächsten Teil vor der Stunde. Nächste Ausschnuppe dreht über den Bauch und tischle gerade eure Arme aus. Streckt jetzt den linken Arm nach links aus, nehmt die rechte Hand neben die Brust und dann dreht auf die Aussenseite von der linken Seite. Und solltet ihr einen Stretch spüren, aber keine Schmerzen. Die Bizeps-Sehne, die wir hier gehen dehnen, jetzt gerade ziehen, aber ja nicht in ein unangenehmes Gefühl kommen. Schnuffe hier nochmal ein. Ausschnuffe zurück auf den Bauch. Letzte Kobra, nochmal einschnuffe, Brustbein anheben. Ausschnuffe, Hund, der gegen oben liegt. Nächste Einschnuffe, das rechte Bein anheben. Ausschnuffe, den rechten Fuß zwischen den Händen abstellen, balancierende Krieger einschnaufen. Nächste Ausschnaufen, strengt mal eure Hände außer eure Zeigefinger. Machen wie so eine Pistole mit der Hand, Schulter entspannen und dann lehnen so nochmal fein zurück. Dann wirklich nur bis zum allerersten Widerstand. Das lenkt völlig. Hier in der Backbend.
Nochmal ein bisschen einschnuffen, zurücklehnen. Nächste Pose ist der Krieger 3, ausschnuffen. Bleibt, wenn ihr wollt, mit den Händen bringt ihr das Gewicht, den rechten Fuß. Findet Balance, Krieger 3. Und jederzeit Hände lösen, wenn ihr die Variante nicht gern habt. Denkt auch hier an eine kleine Kobra im Brustbein. Fokussiert den Punkt vor euch. Löset eure Hände auf die Seite wie Flogi. Nächste Einschnuppe, das linke Knie vor die Brust ziehen, Arme entlang der Ohren nach oben. Ausschnuppen, Tadasana, linke Fuß einfach abstellen. Kommen wir jetzt in einen guten, stabilen Stand, vielleicht ist das ein bisschen breiter wie sonst. Und dann nehmt mal eure Hände zu den Hüften, bringt das Gewicht in den rechten Fuß, bringt die linke Ferse zum Gesäß. Tiefet jetzt euren linken Fuß. Entscheidet selber, was für euch einfacher geht, was für euch intuitiv gerade besser geht. Entweder die Innenseite oder die Aussenseite vom linken Fuß einschnaufen. Rechte Arm am Ohr entlang nach oben. Können wir ihn dann so ausschnaufen, wie so ein Pendel. Fängt langsam an, das Brustbein nach vorne abzusenken und das Bein nach hinten an rauf. Fokussiere den Punkt vor euch. Backbend und Balance. Weiter schnaufen. Langsam wieder lösen, ziehen das linke Knie nochmal vor die Brust einschnaufen. Ausschnaufen. Tadasana. Einschnaufen. Die Hände über die Seite bleiben gerade in der Bewegung. Ausschnaufen. Vorne abtauchen. Einschnaufen, Brustbein anheben, wer springt, Hände flach in die Matte, ausschnaufen, Kopfbrett laufen oder springen, absenken. Einschnaufen, Cobra oder Abdog, ausschnaufen, Hund, der gegen Abend liegt. Einschnaufen, das linke Bein Richtung Decke. Ausschnaufen, den linken Fuß zwischen den Händen abstellen. Stehen hüftbreit, einschnaufen, balancierender Krieger. Hand verschränken bis auf Zeigefinger ausschnaufen. Fein zurücklehnen, Bauchnabel rein, schicken die Hüfte nach vorne, heben die Brustbein an. Beobachtet den Atem, fließt er noch gleichmäßig und tief. Ein bisschen mehr zurücklehnen, einschnaufen. Als ob auch jemand an der Hand führen zieht, ausschnaufen, kriegen drei auf dem linken Fuß. Bringt den Oberkörper parallel zum Boden, flexet den hinteren Fuß, Hüfte parallel zueinander. Wenn es zu viel ist, mit der Hand so lösen und bringt eure Hand in eure Lieblingsposition auf die Seite und nach vorne gelöst. Löset dann alle eure Hände wie ein Flug auf die Seite. Einschnaufen, das rechte Knie vor der Brust. Ziehen Sie mal offen, schaffen Sie einen Hüftbeuger. Ausschnaufen. Abstellen. Schaut, dass ihr Hüftbreit steht für die Balance. Und dann bringt das Gewicht in den linken Fuß, die Hände zu der Hüfte. Löset die rechte Ferse. Greifet die Aussenseite oder die Innenseite vom rechten Fuß. Einschnaufen, linke Arm am Ohr entlang. Macht die Bewegung aus der Hüfte raus. Ausschnaufen, das Knie zieht nach hinten, das Brustbein nach vorne. Fixiere den Punkt vor euch. Und konzentriert, wenn ihr rausgeht, lacht drüber und kommt zurück, Schritt für Schritt in Pose. Langsam kontrolliert nochmal einschnaufen, das rechte Knie Richtung Brust, ausschnaufen, Tadasana. Dann richtig Schluss, einschnaufen, die Hände in einem grossen Kreis Richtung Decke. Ausschnaufen, vorne abtauchen. Einschnaufen, Brustbein anheben, wer springt, Hände flach in die Matte, ausschnaufen, Brustbrett laufen oder springen, absenken. Einschnaufen, Brustbein anheben, ausschnaufen, Hund. Mal gegen Abend schaut. Nächste Einschnaufen, das rechte Bein Richtung Decke. Ausschnaufen, das rechte Knie zu der Brust. Und ein bisschen Core, letzte Runde, einschnaufen, das rechte Bein nach hinten und rauf. Ausschnaufen,
das rechte Knie an die Hinterseite von der rechten Hand und den Fuß nach links kommen in eine Pigeon-Position. Wenn es für euch nicht geht, wenn ihr weh habt im Knie, legt auf den Rücken, kommen wir in die Figure 4. Bevor wir jetzt abtauchen, haben wir hier noch eine Chance für einen letzten, jetzt tieferen Backbend, wer will, kann man das linke Bein beugen und gehen Schritt für Schritt Richtung Mermaid. Und dann einschnaufen, die Hände Richtung Decke und ausschnaufen, wer will, kann man probieren, den linken Fuß zu greifen. Wenn das nicht geht mit der Balance nicht irgendwie wappnet, bringe die rechte Hand zurück auf den Boden. Und vielleicht lenkt es so, vielleicht bleibt ihr da, greift einfach den Fuß, vielleicht lernt ihr den Fuß auch nicht greifen und schon in die Pigeon gehen. Und vielleicht könnt ihr probieren, den linken Fuß in euren linken Ellenbogen zu bringen. Das sind alle Optionen. Backbends sind super unterschiedlich und auch nicht viel mit viel Praxis zu tun, sondern einfach wie unsere Wirbelsäule gerichtet ist. Wenn wir weitergehen, weil ich schnaufe mit der rechten Arm Richtung Decke. Und vielleicht könnt ihr beim Ausschnaufen fein die linke Hand und die rechte zueinander bringen. Wenn das ein Geknacks ist, wenn das jetzt alles nicht geht, lasst das getrost weg. Das sind alles Optionen, die man irgendwie muss machen. Und weiter schnaufen. Und dann so also langsam, wenn ihr in die Pose reingekommen sind, wieder lösen. Und den Fuß hinten nicht spicken lassen, sondern einfach absenken. Und dann können wir alle in die normale Pigeon Brustbein nochmal anheben, einschnaufen, ausschnaufen, nach vorne absenken. Mit den Einschnaufen hebt das Brustbein an. Ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut. Nachher gerade die zweite Seite. Einschnaufen, das linke Bein Richtung Decke. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte öffnen. Zwischen Schritt, den ich gemacht habe, nochmal einschnaufen, das linke Bein Richtung Decke. Ausschnaufen, das linke Knie Richtung Brust. Einschnaufen, nach hinten und offen ausstrecken. Nochmal ausschnaufen, zu der Brust führen, machen den Packel. Einschnaufen, Down Dog Split, strecken das Bein nach hinten aus. Ausschnaufen, Pigeon, versorgen das linke Knie hinter dem linken Handgelenk, den Fuß nach rechts. Figure 4 auf dem Rücken, falls es nicht geht vom Knie her. Und auch hier, könnt ihr auch von uns getrost einfach die Brustbein anheben und in eure Sleeping Pigeon Go, wenn man ein bisschen etwas ausprobieren will, kann man probieren, das rechte Bein beugen. Und dann einschnaufen, den rechten Arm Richtung Decke. Ausschnaufen, probieren, den Fuß zu greifen. Und vielleicht mit Schritt für Schritt gehen, vielleicht geht es überhaupt nicht, vielleicht sind die Zeiten völlig unterschiedlich. Und dann einfach alles weglassen. Und den rechten Fuß probieren, Richtung rechten Ellenbogen bringen, einschnaufen, den linken Arm Richtung Decke. Ausschnaufen, vielleicht die Hände verschränken. Schnaufen weiter, bleibt ganz bei euch. Bleibt noch konzentriert und fokussiert für die allerletzten Minuten. Langsam wieder lösen, so sorgfältig, wie wir reingekommen sind. Fuß nicht spicken lassen. Die Hände wieder nach vorne nehmen, einschnaufen, Brustbein anheben, ausschnaufen, nach vorne abtauchen. Nicht einschnaufen, Brustbein nochmal anheben, ausschnaufen, Hund, der gegen Abend schaut.
Entweder da bleiben, einfach den Hund nochmal warnen oder Chancen für eine allerletzte Vinyasa. Einschnaufen, führen ins hohe Brett. Ausschnaufen, absenken. Brustbein anheben, Cobra, so wie sie für euch stimmt. Einschnaufen, ausschnaufen. Down Dog, Adho Mukha. Schwanasana. Nehmt den Blick zwischen eure Hände, einschnaufen. Ausschnaufen, macht wieder kleine Schritte führen. Brustbein nochmal anheben, Adho Uttanasana, einschnaufen. Ausschnaufen, lösen. Und setzt euch dann ganz sorgfältig auf eures Gesäß ab. Und legt euch von da aus auf den Rücken. Jetzt schaut mal in unsere Rücken rein. Wenn ihr jetzt so ein Bedürfnis habt, ein Päckchen zu machen, dann ist es ein Zeichen, dass wir ein bisschen zu weit gegangen sind. Friendly Reminder fürs nächste Mal. Ihr könnt hier eure Beine jetzt beugen, fürs Lösen. Und dann ausschnaufen, Knie auf die rechte Seite kippen lassen. Auf die Seite ausstrecken, kommen in einen Twist zum Neutralisieren. Bleiben noch mit der tiefen Atmung. Super kurz vor Shavasana. Trotzdem noch bewusst und im Moment bleiben. Einschnaufen, zurück in die Mitte. Ausschnaufen, Knie auf die linke Seite gehen. Die rechte Schulter ist noch Kontakt zum Boden gehabt, halt das rechte Schulterblatt. Einschnaufen, zurück in die Mitte. Griff von eure Beine, rollen ein paar Mal über eure Wirbelsäule. Können wir den auflassen. Letzte Pose. Von der Vorwärtsbeuge können Seiten entscheiden, welche Seite die einzige, die man wirklich länger halten oder auch eure Lieblingsvorwärtsbeuge, die sich bei Schränke, bei seiner Nähe, egal ob man sich schon mal abhängig findet. Und dann müssen wir uns mit der Länge nach vorne absenken. Vorwärtsbeugen haben genau der gegenteilige Effekt und sind beruhigend, drum am Ende von der Stunde. Und wenn sich jetzt nicht einfach in die Pose hängen, sondern bauen die Qualität auf. Entspannen, schnaufen, langsam runterfahren. Nächste Einschnaufen, Brustbein anheben, ausschnaufen. Wir sind am Ende von der Stunde angekommen, dass ich selber entscheide, ob wir die Wand in einer Meditation beenden oder ob wir so eine Woche in Shavasana ablegen. Wir können noch ein Deckel in die Licht abmachen, schön die Mitte stellen. Egal was ihr macht, könnt ihr in einer letzten Pose haben. Ihr könnt euch entspannt auf den Rücken oder könnt ihr in einer Meditation sitzen. Machen euch einmal schwer. Bindet euch mit dem Boden, schnaufen, einfrischen, durch die Entlungen halten, den Ohren. Nehmen wir ausschnaufen, lösen. Können wir mal einschnaufen, frische Luft. Ohren halten. Ausschnaufen, lösen. Schauen.
schaffen wir eine tiefe Einatmung. Und im Ausschluss erlösen nochmal ganz alles ab. Eine kleine Bewegung zur Kohle ausschaffen. Fingerspitze. Kopf von links nach rechts. Und die Ohren gerne ausstrecken. Gerüsch machen. Und alles noch brauchen. Und auf die Druckkohle ausschaffen. Und beende Stunden mit sitzender Position und ruhig umfassen. In eine sitzende Position zurückkehren, oder wenn man auf echt sitzen kann, ist das ein Block. Wenn sie dann nochmal Wirbel für Wirbel auf in der Schulter, nochmal zu den Ohren, dass sie hinten anfließen. Und dann bringen die Hände das Herz und Gewäsche. Schließen dann die Augen. Und dann wieder die Brust nach, stolze Brust. Und die kleine Backbend. Wir bleiben mitnehmen in unser Alltag. Energetisch unterwegs. Und können auch aufrecht durch das Akku. Spüren in unsere Rücken. Und über den Körper Feedback gibt. Und das heißt Energielevel. Ich bin nicht noch ein großer Kreis mit den Händen über die Seite. Ausschnupfen, Hände auf Hände. Nicht noch ein leeres Klimpfuhl. Nochmal ein Backbend und vermeiden das mit dem Ausschnupfen. Vor euch selber. Vor eurer Yoga-Praxis. Vielen, vielen Dank und lösen.